Es ist Männertag, meine sehr geehrten Herren. Damen dürfen heute nicht zugucken. Ist das, glaube ich, so? Dürfen Frauen nicht aus dem Haus Doch. Oder so? Ach so, du meinst jetzt gesetzlich, weil oder es was? Gesetzlich ist Herrentag. Ich weiß nicht. Und am Herrentag ist für die Herren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sitze ich hier mit meinem wunderbaren Freund und Kupferstecher Daniel Hirsch, der sich sehr passenderweise zu diesem Tag mit mir hierher begeben hat. Draußen sind es ungefähr so 20 Grad und Sonnenschein. Minimum. Hier drin ist es ein bisschen kühler, aber dafür sind wir auch nicht draußen. Das zum einen. Wir sprechen heute über ein Spiel, das ich bis gestern nicht kannte. Ich finde aber, wenn es einen Tag im Jahr gibt, stimmt, wo man über dieses Spiel reden muss, dann ist es der Herrentag. Mhm. Es nennt sich Stevens Sausage Roll. Und wie man schon sieht, wird es etwas spezieller sein. Daniel, vielleicht magst du ganz kurz noch einmal die Umstände erklären, wo du mir gestern Abend das erste Mal von diesem Spiel berichtet hast. Das war ja nun nicht so alltäglich, könnte man behaupten. Willst du jetzt wissen, wie wir darüber geredet haben oder wie ich auf dieses Spiel gekommen bin? Nein, ich möchte erstmal wissen, wie gestern die Situation war. Ich habe die schon wieder vergessen, die Situation, ehrlich gesagt. Wie war die denn? Also ich darf kurz, ohne dir jetzt zu sehr in deine Intimsphäre zu packen. Daniel hat Geburtstag gehabt. Kommt vor. Jedes Jahr zur selben Zeit, ist ein bisschen langweilig, hat er Geburtstag. Und wir waren so alle da und ich habe den Kontext auch vergessen, aber du sagtest dann, kennst du Stevens Sausage Roll? Genau, ich spiele Stevens Sausage Roll. Ja. Und nee, Moment, der Ausgangspunkt war eigentlich der, dass Daniel jetzt auch eine PlayStation 4 hat. Und er sagte, für The Witness. Und dann habe ich zusammengefasst, Daniel, du möchtest mir jetzt sagen, du hast eine 400-Euro-Konsole für ein 36-37-Euro-Spiel. Ich hoffe, dann meinte er ja, weil das das geilste Puzzlespiel aller Zeiten ist. Mhm. Und dann war nämlich die Sache, dass du gesagt hast, der gute Jonathan Blow, der The Witness gemacht hat, und auch so Braid hieß es, ne? Braid, der hat gesagt, dass Stevens Sausage Roll vermutlich das beste Puzzlespiel aller Zeiten ist. Genau, und das muss man sich mal klar machen, weil ich ja bis dato der Meinung war, The Witness, ein Spiel, über das ich stundenlang reden könnte, worum es hier nicht gehen sollte, weil es ganz toll ist, wo ich dachte, es ist das beste Puzzlespiel ever, was mich so fasziniert hat die letzten Wochen auf meiner extra dafür gekauften PlayStation 4, dass ich mir auf YouTube ganz viele Videos angeguckt habe von Jonathan Blow, diesem Entwickler, weil ich wissen wollte, wie tickt dieser Mensch und was hat er sich bei dem Spiel gedacht. Und da gab es ein Video-Interview mit ihm, wo er unter anderem auch erzählt hat, dass er nebenbei noch seine eigene Programmiersprache entwickelt, also ein total krasses Genie. Ja. Und dann sagt er, was spielt er denn selber so für Spiele? Dann sagt er, ja, also ich spiele gerade ein Spiel, das ist noch nicht draußen, das kommt bald raus, weil ich habe das jetzt geplaytestet und so. Und dann hat er halt wirklich gesagt, so den Satz rausgehauen, it's probably the best puzzle game ever. Und wer Jonathan Blow schon mal irgendwie gesehen hat im Interview oder so, der hat nicht so einen Meta-Humor, finde ich, sondern der ist sehr... Der hat gar keinen Humor. Er hat eigentlich gar keinen Humor und deswegen kann man das schon für bare Münze nehmen. Nun dachte ich, okay, der Name ist jetzt erstmal so wie er ist bei Stevens Sausage Roll. Dann hast du mir aber das Spiel gezeigt und man sieht ja schon, allein in diesem Vorspann, ich bitte übrigens zu entschuldigen, dass wir dieses Mal einen etwas größeren Laptop hier stehen haben, das war jetzt einfach einfacher am Vatertag. Du sagtest gestern, es gibt ja Stil und minimalistische Pixel-Art-Grafik und dann gibt es aber auch einfach Spiele, die hässlich sind. Ja, ich glaube, das ist sowas, was einfach schon mal eher in die letzte Kategorie fällt, ne? Definitiv. Also, und das Interessante dabei ist, um noch mal auf den Hintergrund zu kommen, ich habe es mir ja nur gekauft, weil Jonathan Blow das gesagt hat. Ich habe das Gefühl, alle, die das bisher gespielt haben, haben es sich nur gekauft, weil Jonathan Blow gesagt hat, kauft euch dieses Spiel. Weil normalerweise würde es niemand machen. Denn ich glaube, es gibt es zwar auf Steam, aber wenn man zum Beispiel auf die Seite des Spiels geht, auf die Homepage, dann denkt man, also entweder ist mein Computer gerade kaputt gegangen, oder es ist eine Seite, die halt so exakt noch von 1991 so übernommen wurde, weil die noch hässlicher aussieht als das Spiel an sich, wo kaum Informationen sind, wo man aber dieses Spiel runterladen kann für 30 Euro. So, wo man sich jetzt denkt, was ist das für eine hässliche Seite, der ich normalerweise, wenn ich es nicht kennen würde, wo ich nicht mal draufklicken würde, weil ich Angst hätte, gleich geht mein kompletter Rechner kaputt. Ja. Aber ich natürlich, Jonathan Blow hat gesagt, klick, lad mir das sofort runter. Du kriegst kaum Informationen. Du musst die Seite mal gerade angucken. Ja, ich habe sie... aber wir können ja theoretisch... Oder wir machen es mal kurz hier. So, Achtung, Zaubertrick, wir sehen uns gleich wieder im Internet. Ich meine, wenn man sich das hier mal anguckt. Oh Gott. Alter, ne? Das sieht aus, als wäre das kleine Kackhäufchen links und rechts. Und da sind sogar noch so auch diese, das hier noch so eine hässliche. Komm, das ist doch Verarschung. Das kann doch nicht echt sein. Ja, es ist so. Aber es ist die offizielle Seite davon. Ja, aber boah.
Okay, also die Seite und das Spiel haben schon mal ein Gesamtkonzept, was ich schon mal beachtenswert finde. Nämlich Hässlichkeit. Hässlichkeit, also 27 Euro. Bewusste Hässlichkeit. Und natürlich klicke ich hier jetzt Checkout with PayPal auf so einer Seite, wo ich mir denke, geil, da bezahle ich jetzt, das überweise ich direkt aufs Konto von so einem nigerianischen Prinz. Der aber zufälligerweise 3 Milliarden geerbt hat und nur jemanden braucht. Also ich finde es ganz schön, dass da steht, a simple 3D puzzle game for Windows, Mac and Linux. Ja, mehr nicht. Das ist es. Und schön auch übrigens. Ach du lieber Gott. Es gibt so About und da gibt es so schöne Sätze wie: Do you want to roll a sausage, but find yourself unable to do so for moral reasons? If so, this game might be for you. Also für alle, die immer schon mal eine Wurst rollen wollten, aber aus moralischen Gründen sich nicht getraut haben. Können diese Sehnsucht in diesem Spiel ausleben? Ich versuche gerade mich reinzuversetzen in Leute, die noch nie davon gehört haben. Also wenn ich das jetzt sehen würde und da werden so zwei Typen mal so tun, ich jetzt mal nur so als Beispiel und die reden dann über dieses Spiel, das so heißt, da zeigen wir diese Internetseite, die so aussieht. Und ich darf mal ganz kurz ein bisschen nach oben gehen. Das ist ja schon, also ich mach, hallo, also, lass uns das Spiel mal angucken und dann, mir explodiert ja gerade ein bisschen der Kopf. Wo man es hier schon sieht, Steven Lavelle, das ist der Typ, der das gemacht hat. Dessen Sausage Roll, das ist quasi. Ist ja Steven Sausage Roll und Steven, der echte Steven, der dieses Spiel auch gemacht hat. Dazu zum Hintergrund, das ist ein Spieleentwickler, logischerweise. Der hat auch eine Patreon-Seite, auf der er sich so beschreibt, so, ja, I'm a Game Developer full-time, also er, ne, entwickelt Spiele und man kann ihn unterstützen, da wird's noch schöner, ne? Man kann ihn unterstützen mit Patreon, ich glaube, der kriegt irgendwie $300 von Patreon im Monat. Okay. Ich weiß nicht, wovon er sonst noch lebt. Na, jetzt und davon. Und entwickelt halt ganz kleine Minispiele, die hast du da auch gerade angeklickt, die habe ich selber noch nicht. Ich glaube, ich vermute, weil ich habe mich noch nicht getraut drauf zu klicken, dass das auch alle Spiele sind, die er gemacht hat. Allerdings ist, glaube ich, Steven Sausage Roll das Spiel, wo er bisher am längsten gearbeitet hat und das umfangreichste Spiel. Ach du Scheiße. Weißt du, woran mich das erinnert? Hier ist ein Penis übrigens, glaube ich. An diese, weil wir gestern so eine alte Bravo oder sowas in den Händen hatten, von 1995 oder sowas, da gab es ja immer noch diese SMS-Bilder, die man sich bestellen konnte. Ja, ja. So sieht es aus. Wenn man da klickt, dann schließt man automatisch so ein Jamba-Spar-Abo. Oh, ja, so. Da ist es nämlich hingegangen. Also, wir sehen schon, wir befinden uns hier tief in einer Indie-Szene. Ladyboy Love Collection. Ich habe auch wirklich Angst, dass wir jetzt gerade schon getrackt werden von irgendjemandem. Wir gucken uns jetzt das Spiel an, weil dieses Spiel, möchte ich sagen, fasst vielleicht alles ganz gut zusammen. Daniel, du hast 3 Sätze Zeit, mir zu erklären, worum es hier geht. Es geht in diesem Spiel darum, Würste zu grillen. Dabei ist es wichtig, dass jede Wurst von jeder Seite nur einmal gegrillt wird, da sie sonst verbrennen. Ach, war ein Komma? Okay, ja, gut, ja. Den dritten Satz schenke ich dir. Das ist geil. So, und das macht ein gutes Spiel aus. Ja. Bitte zeig uns doch mal ein Level. Das ist also Stevens Sausage Roll. Wir gehen mal rein. Man steuert das nur mit... genau, das ist das... Am besten, ich zeig's dir direkt. Oh Gott. Ketchup, Senf. Man hat hier mehrere Slots. Ketchup, Senf, Barbecue-Soße nehme ich an. Wir nehmen jetzt mal den Ketchup-Slot. Und kommen dann direkt... mal den Ketchup-Slot. Oh Gott. Kommen dann direkt in die Oberwelt sozusagen. Und da... Kommt jetzt das zum Tragen, was du ganz am Anfang schon mal angesprochen hast, nämlich den Unterschied zwischen Retro und hässlich. Weil ganz ehrlich, also ich weiß überhaupt nicht, was ich hier gerade sehe. Wo ist denn überhaupt ein Männchen? Also ist das in der Mitte? Das in der Mitte ist jetzt das Männchen. Oh Gott, du siehst den Fußspuren? Du siehst den, ja, Fußspuren. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber guck mal, da bist du doch sofort. Das müsst ihr doch geil finden. Ein Spiel, das Fußspuren hat. Ich habe also eine Kontra- und Pro-Liste. Auf dem Pro steht gerade, da geht es offensichtlich um Wurst und Kontra ist der ganze Rest. Und jetzt sind wir noch Fußspuren dabei. Fußspuren und Wurst kommt dazu. Man sieht schon jetzt, das ist also wie gesagt die Oberwelt. Diese Kästen, diese hautfarbenen Kästen sind sozusagen, repräsentieren Würste, die erscheinen werden, wenn wir die einzelnen Levels ansteuern. Ja, okay, Moment. Also das ist eine Oberwelt. Ich sehe, da ist irgendwie links, das sieht aus, als wäre das irgendwie ein kaputtes Schiff. Das soll ein kaputtes Schiff sein. Und wir sind auf einer Insel. Das ist eine Insel. Und haben einen Dreizack, der offensichtlich aber unser Wurstspieß ist. Wenn du mal guckst, das ist ein dreidimensionaler Wurstspieß, den dieses Männchen in der Hand hat. Ich würde ja fast schon sagen, dieses absichtlich hässlich designte Männchen. Ich wollte gerade sagen, das kannst du doch nicht aus Versehen designen. Also,
Okay. Hier gibt es angeblich so keine Testboxen so. Welcome to the Island of Wisdom. Ja. Das ist die Story. Also du bist auf dieser Insel und das ist so ziemlich das Einzige, was man gesagt bekommt als Tutorial. So. Pfeiltasten, bewegt man sich und was ganz entscheidend sein wird, wenn man in einem Level ist mit Z, kann man den Schritt wieder rückgängig machen, den man gerade gemacht hat. Oder mit R Reload sozusagen. Ja, okay. Was sehr entscheidend sein wird. Was hier für die Steuerung über die Pfeiltasten entscheidend ist, dass es einmal wichtig ist, dass ich mich um die eigene Achse drehen kann. Das kann also nicht direkt nach links laufen, sondern muss ich immer Resident Evil-mäßig in die entsprechende Richtung drehen. Das ist ganz entscheidend, weil wenn man so Sachen hat, zum Beispiel, hier kann ich mich jetzt zum Beispiel nicht nach rechts drehen. Ja. So, weißt du? Okay, weil der dein Würstchenstab, hätte ich fast gesagt. Weil der da im Weg ist. Okay. Und manchmal hast du so Sachen, also dann fühlt sich das Ganze so ein bisschen eher an, wie als würde man einparken, weil wenn ich sage, ich will jetzt hier lang gehen, dann muss ich mir halt natürlich erst den Stab erst so richtig hindrehen, so wie komme ich denn jetzt hier, so, weißt du? Um den da durchzumanövrieren sozusagen. Okay. Also den Stab drehen und damit sozusagen laufen. Das ist erstmal alles, was man tun kann in dieser Oberwelt. Was jetzt auffallen wird, ist, was ich ganz clever finde. Guck mal, wie komme ich jetzt da zum Beispiel hin? Ich kann jetzt nicht seitlich gehen, weil dann so. Das heißt, du musst nach vorne und dann und so. Und hier kann ich jetzt nicht so. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen. Und wir sind nur auf der Oberwelt gerade. Das ist nur die Oberwelt. Das Interessante dabei ist allerdings, dass die Oberwelt und die einzelnen Levels sozusagen miteinander verknüpft sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Spieß reinparke, dann siehst du, alles andere geht weg. Und hier erscheint die Wurst. Wir haben unser allererstes. Alter, das ist die hässlichste Wurst. Und ich habe in meinem Leben schon viel Wurst gesehen. Ja, aber ich denke... Aber, also, was... Das stimmt. Es ist eine sehr hässliche Wurst. Man soll ja Wurst nicht nach seiner... Aber also, es ist so eine Salsiccia. Also, wir in Deutschland haben natürlich auch einen eingeschränkten Wursthorizont. Ja. Da sprichst du was an. Na klar, für uns haben wir so eine Nürnberger... Wir kennen Bockwurst, ne? Ja, klar. Okay. Und so eine Nürnberger... Ist der Entwickler, ist der denn Amerikaner? Es könnte sein, dass er Steven heißt. Das ist jetzt wirklich das Level. Da sind wir unsere beiden Würste. Du hattest gesagt, es gibt die Regel, jede Wurst muss von jeder Seite einmal nur gegrillt werden. Wenn das zweimal ist, ist es quasi auch verloren, weil sie dann verbrennt. So, und da sehen wir schon den ersten Haken bei der Sache. Und das ist jetzt eins der ersten Levels sozusagen. Ich rolle die zum Beispiel jetzt hier drauf. Ja. Und da sehen wir, dadurch, dass es alles sehr übersichtlich in diesen Kästen, so ein bisschen Minecraft-mäßig, in diesen Kasteneinheiten. Ja. So, in diesen Einheiten kann man immer denken, so, ne? Also, ja. So, und kann ich das natürlich jetzt hier rüberrollen. Jetzt ist diese Wurst gegrillt. Das Problem ist aber, ich kriege sie nicht mehr vom Grill runter. Weil wenn ich sie jetzt rolle, zack, dann wird sie burned. an dem Ende auch nochmal geburnt. Und das wollen wir jetzt nicht. Und das ist halt schon mal falsch, das wir jetzt verloren. Ist halt die Frage, ne? Oder wie kriegst du jetzt... Ja, nee, eben, du würdest ja die andere Wurst jetzt nicht mehr gegrillt kriegen. Und ganz ehrlich, ich muss auch gerade mal stark nachdenken, wie wir das jetzt machen. Ich vermute mal... Übrigens, wir haben ja auch den Wurstspieß, das heißt, wir können ja auch Wurst aufspießen, was aber wahrscheinlich in dem Level noch nicht. Das ist ein bisschen, also, das ist ein mild Spoiler. Entschuldigung. Also für alle Steven Sausage Fans. Das ist übrigens, hatte Amelie gestern gesagt, der bessere Name wäre Steven Sausage Fest gewesen. Vielleicht für den zweiten Teil. Ich fand den lustig. Das mit dem Aufspießen ist ein mild Spoiler und das ist nämlich einer der Punkte, warum ich dieses Spiel so großartig finde, ist, dass. Die ersten Levels sehen alle so aus, dass die Würste, also dass es keine Begrenzung gibt in den Levels, das heißt, die Würste können im Zweifel runterplumpsen. Was wir ja nicht wollen. Die Wurst ist lost. Das ist übrigens die Überschrift. Da wisst ihr, wo die Wurst ist lost. Das heißt, was wir hier im Prinzip erstmal machen können in den ersten Levels, ist lediglich rumschieben und rumrollen. Ja. Logischerweise. Später, wenn man ein bisschen weiter ist, gibt es auf einmal Zäune und dann entdeckt man sozusagen durch Zufall, dass man, wenn du eine Begrenzung hast von einem Level, wenn hier jetzt ein Zaun wäre... da sind jetzt keine. Das heißt, du kannst die gar nicht aufspießen. Du kannst die nicht aufspießen. Es geht physikalisch, aber gerade nicht, weil du keine... Das ist das Ding. Du kannst von Anfang an, hast du alle Fähigkeiten sozusagen. Ja. Du weißt aber noch am Anfang gar nicht, was du alles mit der Wurst machen kannst. Das wird ganz clever einfach durchs Level-Design gelöst. Okay. Das heißt, ich dachte nach den ersten Levels, jetzt habe ich Steven Sausage Roll verstanden. So auch Sätze, die man sich oft sagt. Ne, wirklich. Also und jetzt habe ich so den Dreh raus, geiles Spiel. Dann auf einmal laufe ich mit dem Ding so gegen so einen Zaun. Auf einmal habe ich die Wurst auf dem Spieß und kriege sie nicht mehr runter. Und auf einmal öffnet sich so eine völlig neue Dimension. Eine völlig neue Wurstdimension, was man jetzt noch alles für Elemente an Rätseln sozusagen einbauen kann. Bist du eigentlich schon durch? Oder? Nee. Okay, und da kommen aber noch mehr solche Elemente wie... Ja, ja. Okay, verstehe. Da kommen noch mehr so eine Elemente. Okay. Also ich würde dich jetzt ganz ehrlich, es ist eins der ersten Levels...
Und ich wüsste jetzt, muss jetzt wirklich erstmal noch überlegen, wie ich das jetzt machen würde. Kann man eigentlich auf den Grill draufgehen oder du kannst, dann macht er, sagt er einmal kurz au und geht er wieder runter. Okay, aber also selbst das ist ein taktisches Ding, man kann dann immer noch kurz, könnte man so anschubsen sozusagen. Also wenn jetzt, okay. Ich würde jetzt, was würde ich denn jetzt machen wollen? Nee, ist eigentlich dumm. Es ist also ich finde es jetzt schon faszinierend, wie simpel das eigentlich ist. Nee, die Grundidee, aber ich würde jetzt hier auch gerade keinen, weil so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Ach doch, warte mal, was ist denn, wenn du die, ach nee, das geht nicht, oder? Ich dachte jetzt gerade, wenn du schon mal eine draufrollst und die andere und dann quasi die andere wieder runterrollst damit. Warte mal, wenn ich jetzt, aber ich muss doch irgendwie die, das ist genau die Scheiße. Ja. Wir können ja jetzt vielleicht ja auch ein bisschen vorspulen. Im Zweifel, wenn wir jetzt 3 Stunden brauchen für dieses erste Level. Und was ist das erste Level? Naja, du hast am Anfang oder kannst du mehrere. Im ersten, du kannst, wenn du ein Areal freigeschaltet hast, kannst du immer alle Level sozusagen anwählen. Aber das war jetzt eins der ersten, nächsten Level sozusagen. Und das ist halt eben auch das Schöne an dem Spiel. Ähnlich wie bei The Witness, es gibt kein Tutorial. Das Design an sich bringt es dir sozusagen bei. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass die Lernkurve extrem hoch ist. Ja. Du kannst natürlich am Anfang super leichte Levels machen, wo du gar nichts anderes machen kannst, als das Richtige zu tun und so lernst du sozusagen die Mechanik. Ja. Steven Sausage Roll? Nein. Ist es da? Also, ich bin ins erste Level reingegangen und dachte, geht nicht. Also, okay. Unmöglich. Ja. Ist es, also wenn ich jetzt sage, Witness 2 mit Würsten? Also es geht in eine ähnliche Richtung, was das harte Design angeht. Ja. Trotzdem ist es ein bisschen wurstiger. Weniger Fleisch? Jein. Harte Pelle? Ja, jein. Ja, grob. Also weil ich finde, es ist härter als The Witness. Es ist schwerer als The Witness, weil The Witness hat immer eben diese Momente, wo es dir ganz bewusst auch Mechaniken beibringt. Mhm. Hier, no hat das, way. Hat das einen Tag- und Nachtwechsel oder bin ich jetzt gerade... Also der ist natürlich nicht in Echtzeit. Nee, also... Aber ja, es hat einen Tag- und Nachtwechsel. Und was wir jetzt hier gerade nicht hören, ist die unfassbar... In der Musik kann man es ja gar nicht mehr nennen. Ja, da bin ich, also da, es ist tatsächlich, ist es so schlimm? Ja. Weil wir hören es jetzt gerade tatsächlich nicht, weil wir das, Warte mal, ich glaube, ich bin, okay. Ich versuche das halt gerade nur irgendwie, also weil ich immer gerne bei der Supercross-Burg immer so ein Oberthema habe. Und zu sagen, also weil ich das ganz witzig finde, weil so ein, das ist ja kein, es ist ja nicht zeitgemäß, also auf audiovisueller Ebene. Oder es ist ja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das nennen soll. Und ich bin gerade total schockiert, dass ich gerade auch überhaupt nicht mehr weiß, wie ich dieses Level lösen soll. Aber kannst du, was passiert denn, wenn du die eine drauf... Nee, warte, ja, ich glaube, ich muss... Warte mal. Ich lass jetzt halt. Ich finde das sehr schön, da sieht man es mal in Echtzeit, was dieses Spiel kann. Ich muss erstmal hier das wegschieben. Ah, ja, so geht's. Ah, du hast ja die Zelda-Physik, dass du halt Wurst offensichtlich auch so halb drüber... Genau, das ist ganz wichtig, dass du, also eine Wurst besteht ja immer so aus 2 Längeneinheiten und eine darf drüber hängen, das ist ganz, ganz entscheidend. Genau, und so kann ich jetzt natürlich... die eine ganz rüberrollen? Die eine erstmal. Aber wie kommst du denn... Rüberrollen und dann kann ich hoffentlich... Hätte ich vorher... Ja... Okay, doch, die andere kannst du auch, kannst auch einen weiterschieben jetzt. Kann ich noch einen weiterschieben? Ja, ja. Ja, genau, dann würde ich jetzt mal sagen... Ja, doch. So, und dann da rein in die Ecke und dann so drüber wieder. Okay. So, hätten wir es quasi gelöst. Okay. Was war die höchste Wurstmenge, die du hattest in einem Level? Oh. Also... So ganz grob. So in einem, so wie viele Würste in einem Level sind. Ja. Es gibt ein Level, das ist sogar noch verhältnismäßig am Anfang gefühlt. Also glaube ich, da kommt noch viel mehr. Das nennt sich The Tower. Da sind, glaube ich, 8 Würste übereinander gestapelt. Okay. Und dann gibt es unterschiedliche, also dann verhalten die sich unterschiedlich, wenn man sie rollt. Also das ist natürlich, wenn du den einen unten anschiebst sozusagen, dann rollen die natürlich oben weiter und solche Scherze. Das ist. Ich bin so fasziniert, dass quasi ja hier alles egal ist. Also, sag mal, audiovisuell, das ist ja. Es ist ja noch nicht mal besonders. Also man könnte ja noch nicht mal sagen, das ist nur zweckmäßig, weil das ist ja wirklich, es sieht ja so aus, wie es aussieht. Ja. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das irgendwie nur
möglichst simpel sein soll, weil dann kann man das ja noch simpler machen. Du könntest ja auch wirklich nur mit Blöcken und so weiter arbeiten, aber das sieht ja auch von den Farben und so weiter, das ist ja schon sehr hässlich. Also eben. Es ist wirklich hässlich. Genau, wenn du kannst ein simples Spiel machen, was ja trotzdem eine schlichte, hübsche Grafik hat, so nach dem Motto. Und ich dachte am Anfang aber auch so, ich hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten, da reinzukommen, einfach weil es fast so eine Beklemmung bei mir ausgelöst hat, weil es alles so kaputt und so komisch aussieht und so trostlos aussieht, dass ich die ganze Zeit dachte, Mann, das Game Design kann ja geil sein, aber wenn ich dabei irgendwie Depression kriege, übertrieben ausgedrückt, ist es ja kacke. Und ich dachte, Mann, wäre doch cool, wenn da jetzt ein Designer von Nintendo dran gesessen hätte, dass das geil irgendwie natürlich nur ein bisschen witzig ausgesehen hätte. Aber das, eben, je mehr du da reinkommst in dieses Spiel, desto egaler wird es tatsächlich. Die Musik musste ich teilweise wirklich ausmachen, weil das teilweise nur einzelne Töne, völlig psychotisch. Ich dachte, ich kann mich hier nicht konzentrieren, das macht mich gaga. Aber das wird alles irgendwann total egal und die Schönheit kommt, so blöd es klingt, total von innen. In einem Spiel, wo man Würste grillt. Ja, weil wenn du dann eben so Momente hast, wo das Spiel eben so gut designt ist, das kann The Witness auch, wo du denkst, okay, jetzt habe ich verstanden, wie es geht und jetzt muss ich das und das und das machen und das Spiel ist aber so schlau und hat dich ganz bewusst auf diese Fährte gelegt, dass du denkst, okay, und jetzt muss ich nur noch diese eine, fuck. Und das so, geht sowas dann. Macht das? Und sowas macht dieses Spiel auch. Es gibt zum Beispiel ein Level, wo du denkst, ach, das ist relativ easy und dann muss ich ja nur die Wurst da und dann muss ich nur die Wurst da und dann da und dann hast du das und du musst aber am Ende ja immer wieder in die Endposition, in die Ausgangsposition gehen und denkst, ja, hier habe ich die Würste gegrillt, ja, scheiße, aber jetzt stehe ich da und komme nicht mehr vorbei. Und das ist ja das Schöne, so diese indirekte Kommunikation durch das Design. Ja. Und das ist einerseits super schwer und super frustrierend und das ist ja auch das, was viele Leute bei, das ist die Parallele zu The Witness, also was die viele Leute dann, wo Leute sagen, habe ich keinen Bock drauf irgendwie, das ist, ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll, ist mir zu frustrierend, die dann sagen, nee, das finde ich doof, gucken es halt nach oder hören auf zu spielen, aber der Reiz darin besteht, zu sagen, okay, du musst irgendwann die Entscheidung treffen und sagen, ich kriege es jetzt nicht gelöst, aber es liegt an mir und nicht an dem Spiel. Genau. Und dem Spiel zu vertrauen, dass es so gut designt ist, dass ich nur noch nicht auf die richtige Idee gekommen bin. Das ist so ein bisschen wie bei Dark Souls, wo du ja tendenziell auch auf faire Art und Weise, in Anführungszeichen, niemals beim ersten Mal eine Chance hast. Weil das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, dass du das beim ersten Versuch schaffst, sondern es geht darum, dass du dich immer weiter optimierst und dich dem Geschehen anpasst und schließlich aus dieser eigentlich komplett unterlegenen Situation als Sieger rausgehst, weil du dich drauf einlässt. Ja. Und das ist ja dann, wie gesagt, es ist ja eben so, wo du sagst, okay, das Spiel gibt dir alles, was du brauchst. Genau. Du musst es nur nutzen können. Genau. Und das ist die Stärke von The Witness oder beziehungsweise ja von allgemein von guten Puzzlespielen oder kann man eigentlich sagen von allgemein guten Videospielen. Weil auf so ein Super Mario, wenn du da einfach eine, gibt's jetzt nicht so oft, aber eine oder so ein Super Meat Boy, einfach eine sehr, sehr schwere und eigentlich auf den ersten Blick unschaffbare Situation vorgesetzt kommst, aber du es tatsächlich schaffen kannst, indem du lang genug trainierst und dir das Können aneignest innerhalb des Spiels, dann sind das ja gute Spiele. Genau, oder eben entweder wenn es um Reaktionen geht zum Beispiel, dann kannst du das antrainieren, oder wenn es um Puzzle geht, dann eben, ich habe noch nicht den Clou sozusagen gefunden oder ich... The Witness ist da echt ein gutes Beispiel, weil ich eben auch Leute kenne, die sagen, nee, ich habe dann aufgehört, nee, das war dann irgendwie ein schlechtes Spiel, es war schlecht designt, weil ich an der Einstellung nicht weitergekommen bin. Und das war mir dann irgendwie so random, wo ich gesagt habe, nein, nichts in diesem Spiel ist Zufall. Also wenn du das für dich akzeptierst und, ich sag mal, dem Entwickler so einen Vertrauensbonus gibst, dass du sagst, der hat es so gut designt, dass du sagst, okay, ich suche den Fehler nicht bei ihm, sondern bei mir. Es muss irgendwo eine Lösung geben, die logisch ist. Und du dann dranbleibst, dann hast du ein viel cooleres Spielerlebnis. So wie ähnlich wie bei Dark Souls, wenn du dann sagst, wenn du dann aber wirklich den Gegner platt machst. Und es nicht Glück war, sondern es war Können. Dann hast du ja, und das ist ja das, was viele Leute an diesem Spiel so lieben, das Gefühl, was du dann hast, ist unfassbar gut. Und so ist es eben bei diesem Spiel eben auch. Weil wenn du einmal den gewissen Dreh raus hast,
Hahaha, zeig doch nochmal ein Level. Also einfach nur, dass man noch mal ein bisschen sieht, auf was. Zeig doch mal, wo du gerade bist. Oder einfach nur mal so ein. Das kann ich nicht, weil da müssen wir meinen anderen Speicher schauen. Achso, okay. Na dann irgendein späteres Level. Also mich würde das genau. einfach nochmal interessieren. Aber das kann ich interessieren. Das Gute dabei ist, wie gesagt, dass, wie wir hier sehen, um das nochmal zu sagen, das Level, was wir hier haben, ist jetzt weg, sozusagen. Ne? Achso, du räumst quasi auf. Du räumst sozusagen auf und wenn du hier in einem gewissen Areal aufgeräumt hast, das sind auch alles die Abschnitte, sind ja die einzelnen Level sozusagen. Ja. Das ist alles eins. Wenn du aufgeräumt hast, dann wird das hier auch zu einer Wurst, die du wiederum auf der Oberwelt benutzen kannst, um die zum Beispiel hier hinzurollen, um dann in den neuen Bereich zu kommen. Und das finde ich halt sehr geil, wie alles, jedes Level im Prinzip miteinander vernetzt ist und dir sozusagen gleichzeitig, dadurch, dass du hier die Wurst hast und siehst du das und ich will auf einen anderen Bereich, lernst du so automatisch, aha, ich kann so auch auf den Dingern laufen. Also jetzt verstehe ich auch, also ich sag mal, dieses Audiovisuelle ist ja einfach mal eine Hürde. Ist es, ja. Das ist ja fast so eine Art Prüfung. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass so ein Entwickler sagt, ey, er macht das mit Absicht, einfach so hässlich, wie er kann. klar, könntest du jetzt noch sagen, du lässt das Bild jetzt noch flackern oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja schon, kann ich mir zumindest gut vorstellen, wirklich eine bewusste Entscheidung, es so aussehen zu lassen, wie es ist, weil du dich dann irgendwann ja auf das Gameplay, auf das Innere wirklich konzentrierst, weil viel mehr gibt es ja einfach nicht. Ja. Sonst schaffst du das ja gar nicht. Das finde ich eine interessante Geschichte. Und dass es einfach so simple kleine Level sind, ich jetzt aber auch nicht direkt wüsste, was man da... Ich würde jetzt sagen so. Dann vielleicht. Nee, warte mal. Doch, wenn ich den jetzt hier hinrolle. Zack. Ja. Und dann kann ich. Ist er aus dem Weg und ich kann den jetzt hier runterrollen. Dann kann ich den hier hinschieben. Einen kannst du noch. Kann den, aber. Und da kommt nämlich ins Klack, kann ich den natürlich so weiterschieben. Und dann kannst du den noch einen nach unten schieben und dann hast du beide gegrillt. Zack. Okay. Ja, also das ist hier ein einfaches Beispiel für um die Ecke denken, wo man sagt, naja klar, ich roll das, dann roll ich das, runter. Aber nein, hier war es natürlich eben so, dass du einmal mit der einen Wurst sozusagen eine Runde machen musst und die dann rüberschiebst sozusagen. Mir fallen die ganze Zeit so ein, zwei schlechte Wurstsprüche ein, also so, es geht um die Wurst, willkommen auf dem Wurstfest, ne? Das ist erstaunlich. Interessanterweise, wo du Dark Souls angesprochen hast, ich weiß gar nicht, ob es Jonathan Blow selber war oder jemand anders, also Steven Sausage Roll sei das Dark Souls unter den Puzzlespielen. Also das unter den Wurstspielen. Der Spruch ist im Internet zu lesen. Es ist kannst du noch irgendwas zur Entstehungsgeschichte oder sowas sagen? Oder ist es halt wirklich so ein Weil, das kam für mich jetzt völlig aus dem Nichts. Amelie kannte das zum Beispiel irgendwie schon aus dem Internet. Da gibt es ja Leute, die das, glaube ich, schon länger kennen und auch feiern. Ich weiß, von wann ist das? Ist das schon... Das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Mitte April, glaube ich, rausgekommen. Okay, dann so zwei, drei Wochen ist es dann jetzt draußen. Also, ich wüsste gerade ehrlich gesagt nicht... Du wirst es gerade nicht? Ja, ich wüsste gerade nicht, ob ich das tatsächlich... Ach, Scheiße. ...könnte. Also ob ich das spielen könnte, weil ich finde, es ist unfassbar anstrengend zum Zugucken schon. Aber ich finde das also so als sowas wie The Witness irgendwie greifbarer, weil zugänglicher. Das ist visuell erstmal ansprechend und du verlierst dich ein bisschen in der Welt. Und dann fängst du halt mit den Rätseln an. Und hier ist es einfach so, ich sehe das und denk so, boah, ist mir schlecht. Aber hat das jetzt eher was mit der Optik zu tun? Oder? Das ist auf jeden Fall die Optik. Definitiv. Also ich habe es jetzt ja nicht gespielt. Ja. Also im Sinne von, ich habe mich da eine halbe Stunde hingesetzt und habe so gemerkt, wie ich lerne und wie ich die Rätsel löse. Mir ging es bei The Swapper so. Das ist dieses mit dem, wo du Klone erstellen kannst. Was dich erstmal in diese Welt lässt. Also es gibt dir mehr an die Hand, dass du einfach sagen kannst, okay, ich finde diese Welt interessant. Das sieht irgendwie auch ganz cool aus. Und das ist einfach so, das würde ich ja eigentlich nie anfassen mit der Kneifzange. Obwohl es schon wieder fast so scheiße aussieht, dass ich es interessant finde, zu gucken, um was es da geht. Und in dem Moment, wo mir jemand sagt, ja, da geht es darum, dass du Würste grillst, da hat es schon wieder was. Also da hat es eine interessante Ebene. Aber ich wäre jetzt, glaube ich, gerade nicht bereit... Das dem zuzugestehen. Vor allen Dingen 30 finde ich, ist auch nochmal keine 15 oder sowas oder keine 9,99. Das finde ich schon echt krass. Aber offensichtlich. Es war wirklich der Jonathan Blow Vorschussbonus. Dieses blinde Vertrauen. Ja, und das muss man sich erstmal verdienen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ich habe gerade mal geguckt,
auf Game Rankings, so wie sind so die Wertungen, und es gibt offensichtlich Game Rankings ja eine Seite, so ähnlich wie Metacritic, wo halt alle Reviews im Netz zusammengezählt werden. 6 Reviews dazu bisher nur. So. Und die sind halt alle so, also Guardian und ich glaube Destructoid haben irgendwie 10 von 10 gegeben. Mhm. Ja, für das, was es sein will, und es will kein hübsches Puzzlespiel sein, sondern ein hässliches Wurstrollspiel. Genre hässliches Wurstrollspiel finde ich eigentlich ganz schön. Also ich find's schon irgendwie faszinierend, aber ich bin ehrlich gesagt, also ich finde sehr, sehr interessant zu hören, wie du jetzt also noch so abgeturnt bist von dieser Optik, weil ich sehe das gar nicht mehr. Ne? Ich sehe das und für mich ist es mittlerweile pure Freude, das zu sehen. Wie man das mit dem Wort Freude, außer es wirkt in mir keine Freude ausdrücken kann, das finde ich gerade erstaunlich, nicht erschreckend, erstaunlich. Also klar, aber das ist ja das, du bist schon in diesem Gameplay, du siehst da einfach das Spiel und ich sehe einfach das. Und das wäre, wow. Naja, aber es steckt ja was drin und das finde ich gerade irgendwie ganz spannend. Also, ich weiß gar nicht, können wir so viel noch dazu mehr sagen? Eigentlich nicht, ne? Das ist, ist es 30 Euro wert? Ich meine, du sagst auf jeden Fall, weil... Also, weil... Ja. Ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich habe jetzt nicht die Stunden gezählt, aber es ist schon wirklich sehr, sehr umfangreich. Ich habe von Leuten gelesen, irgendwie 20, 40, 60 Stunden in dieses Spiel reinstecken und dann finde ich die 30 Euro... schon wieder gerechtfertigt, oder 26, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, es sind 27, glaube ich. Was es war, also von der Spielzeit auf jeden Fall. Und es ist wirklich, das Gute dabei ist, diese Stundenzeit, das ist wirklich no filler. Ja. No filler, das ist so... Rätsel an Rätsel. Das ist so, naja, nicht nur Rätsel an Rätsel, aber auch wirklich, da wiederholt sich nichts. Okay. Da sind so viele Ideen drin, was man erstmal nicht denkt, sondern man denkt, naja, ist halt immer dasselbe, du musst es halt so rumrollen und dann, ja klar, hier, dann denkst du, logisch, dann muss ich das irgendwie erst hier einmal von da, keine Ahnung. Natürlich erarbeitet man sich so gewisse Kniffe, wie man bestimmte Probleme löst in diesem Spiel, aber du hast gefühlt nicht wirklich ein Level, was sich so 1:1 wiederholt, das habe ich jetzt schon gemacht, das kann ich jetzt so runterspielen, sondern es kommen immer neue Elemente dazu. Okay. Also es ist so kondensiert von den Ideen her, das ist auch eine der Parallelen von The Witness, weil auch da hast du nicht Filler, das ist alles wirklich Meat, Fleisch, es ist wirklich Game Design, komprimierte Wurst, komprimierte Spiele, Wurst, Fleisch, das ist das Geile daran, dass es so wahnsinnig kondensiert ist und das... Zumal, also diese Aussage, ist es 30 Euro wert? Ich finde, das ist immer so eigentlich eine blöde Frage. Ist es das Geld wert? Also es geht ja einfach um den Spielspaß, den man einfach mit einem Produkt hat. Und das darf man ja auch nicht nach der Optik dann irgendwie bewerten. Aber es ist halt so absurd, wenn man das auf dem Papier hat, dürfte es eigentlich nicht funktionieren. Es ist ein Spiel, in dem man Wurst rollt. Es sieht aus wie ein Spiel von 1991 und klingt furchtbar, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber es ist ein wahnsinnig gutes Puzzlespiel, so verstehe ich das jetzt, nach dem, was ich jetzt hier so mitkriege. Ja, und ich würde wirklich jedem raten, der auch nur ansatzweise... Wurst mag zum einen, gerne knobelt, aber eben auch so, sagen wir mal, die Herausforderung annimmt, auch zwischendurch mal so ein bisschen frustriert zu sein. Ja. Dem kann ich das jetzt nur empfehlen. Du hast den Vergleich mit The Witness angebracht, von wegen, ja, da hast du ja noch die schöne Welt. Das stimmt. Mhm. Das stimmt wirklich und das ist auch eine Sache, die mich am Anfang sehr frustriert hat, weil The Witness ja gerade darauf aufbaut, zu sagen, irgendwie, du kommst bei einem Panel nicht weiter, dann spazier halt so ein bisschen über diese Insel. Entspanne dich. Das ist ja wirklich so gewollt. Ne? Da gibt es ja wirklich Audiologs, wo es um Zen und bla und Wissenschaft und wie das Gehirn funktioniert und so geht, wo genau sowas angesprochen wird und wo damit gespielt wird und du eben auch diese Erfahrung machen kannst, so wie ich sie hatte, so, ja, dann gehst du halt mal rüber und dann über die Insel siehst du was anderes, kommst später wieder und auf einmal hast du es. Ja. Das heißt, du hast immer irgendwie was zu tun. Hier muss man sich eben damit abfinden, dass man frustriert ist in dem Level, rausgeht, das nächste anmacht, auch frustriert ist, rausgeht, ausmacht, irgendwie denkt, es ist alles Kacke, einen Tag später wieder anmacht und dann hast du die Idee auf einmal und denkst, geil. Also fassen wir zusammen, Wurst von 10. Ich spiele dieses Spiel und ich verstehe halt nicht, also wirklich, wenn ich mir denke, Steven, denke ich mir. Ja. Also, ich weiß, du bist kein kommerzieller Entwickler, so, aber
Also bei 30 Euro. Es muss, nee, aber mach's doch ein bisschen more appealing, so, weißt du? Du hast da so ein gutes Spiel. Und das. Vertrau doch nicht darauf, dass so Leute wie wir. Aber vielleicht ist es genau für die. Ich glaube, es ist genau für so Leute wie Jonathan Blow, für Leute, die solche Spiele spielen aus den inneren Werten und der inneren Überzeugung heraus und nicht aufgrund, weil es besonders gut aussieht oder sowas. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, aber ich meine, so was den Verbreitungsweg angeht. Ja, richtig, ne, du wärst dich ja, ja klar, das stimmt, das stimmt. Das ist so, genau, du erwehrst dich ja quasi schon, dass es vernünftig vermarktet wird. Ja, so. Ja. Weil... Macht wahrscheinlich mit Absicht so eine Homepage und solche Sachen. Also ich finde, da kommt dann wieder fast alles zusammen. Finde ich sehr, sehr interessant. Daniel, ich freue mich, dass du mir das gezeigt hast. Ich muss das hier noch lösen. Ich weiß, es ist nichts für mich. Falls euch das interessiert, wir haben den Link zu der Wurst unten in der Beschreibung. Und wenn ihr es gespielt habt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob es da, also es scheint ja wirklich, wenn man es gespielt hat, und ich befürchte, es ist bei mir ja auch so, dass wenn ich es dann spiele, es irgendwie total großartig finde und gar nicht verstehen kann, wie man das nicht hübsch finden kann. Aber von dem, was ich da gesehen habe, ich kann erstmal keine Wurst sehen und ich bin jetzt gleich zum Grillen verabredet. Das wird, wird toll, sehr schön. Na gut, ich bedanke mich, Daniel, du bleibst noch ein bisschen hier. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.